Es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Juli-Haul hier auf meinem YouTube-Kanal Moonimaus. Und was soll ich sagen? Wir haben wieder einen bunten Mix. Ich war ja auch im Disneyland, aber da habe ich mich wirklich sehr zurückgehalten. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Dann gibt es eine Sache, die ihr schon gesehen habt. Da freue ich mich, euch das Ergebnis zu zeigen dann. Und ja, wir haben Primark, wir haben Shop Disney, wir haben C&A. Ja, ein bunter Mix und ich würde sagen, wir legen los. Ich muss dazu sagen, ich musste gerade meine Brille ausziehen, weil das Licht sich so da drin gespiegelt hat. Aber es ist so dunkel in diesem Raum. Wir haben 3:30 mittags. Es donnert draußen, es regnet und hier ist es so düster. Ich habe jetzt hier diese Filmlampe an, ich habe oben die Deckenlampen an und das spiegelt sich halt alles in meiner Brille. Und das finde ich irgendwie, das sieht nicht so schön aus. Deswegen habe ich die ausgezogen, aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen halb blind. Aber was ist das draußen? Wir haben August. Es ist der Horror. Es ist wirklich der Horror. Egal, kommen wir zu meinen Einkäufen. Meine liebste Primark-Shopping-Dame, Brina, hat mir wieder was mitgebracht aus dem Primark. Die ist ja irgendwie sehr oft in Kaiserslautern im Primark. Und ja, da habe ich einerseits hier dieses Make-up-Täschchen gesehen. Das fand ich wirklich richtig schön. Schwarz-weiß mit Mickey Mouse. Hinten und vorne und ja, war noch so ein komplett schwarzes Täschchen dabei. Das kann man dann hier vorne so reinstecken. Ich demonstriere euch das mal. So. Finde ich richtig schön. Die anderen waren jetzt auch schon ein bisschen gebraucht von mir und ja. Hat 8 Euro gekostet und gefällt mir wirklich gut. Und passend dazu, da hast du mir das letztens mitgebracht, für 10 Euro gibt es dann noch das Köfferchen sozusagen für Shampoo und Duschgel und was man sonst noch so mitnimmt. Ich habe ja auch immer, ich habe wirklich immer hier sowas dabei für mein Make-up und hier halt sowas für Shampoo etc. pp. Und da passt echt viel rein und ja, der andere sieht auch schon ein bisschen abgeranzt aus, kann man so sagen. Deswegen bin ich echt froh über das Set. Und dann gab es noch so Spänkchen für 3 Euro. Sind zwar aus der Kinderabteilung, aber man kann die ja auch trotzdem anziehen. Ne? Sind halt Haarspangen, ne? Finde ich ganz süß. Vor allem das untere kann man ganz gut für ein Daisy Bond nehmen. Weil da Gänseblümchen drauf sind. Ja, machen wir weiter mit Disney in Paris. Da habe ich mich ja, wie gesagt, tatsächlich sehr, sehr zurückgehalten. Es gab nur den Small World Schlüssel. Der wurde, also der kam an dem Tag raus, wo wir hingefahren sind. Da muss man auch vorher über Liberty reservieren. Da hatte der Sven Glück, mit dem wir unterwegs waren. Also Daniel, Brina, Sven und ich waren ja an dem Wochenende zusammen unterwegs. Und ich hatte kein Glück mit Liberty. Ich habe es 2 Tage hintereinander probiert. Keine Chance. Sven hatte Glück und man darf ja pro Person 2 kaufen. Deswegen hat er mir seinen 2. abgegeben. Und Originalpreis ist 27 Euro, aber mit Jahreskartenrabatt dann minus 20%. Und das ist, muss ich sagen, mein erster Attraktionsschlüssel. Ich habe schon mich zweimal dafür früher angestellt. Früher musste man sich ja dafür anstellen. Aber da habe ich es tatsächlich für andere Leute gemacht. Ich habe davon keinen behalten. Das ist mein erster, den ich jetzt behalte. Und dann gab es eine Sonnenbrille aus dem Sale. Und ich finde, ich ziehe die mal an. Bei dem Licht bräuchte ich das jetzt auch. Ihr seht das Licht jetzt, das spiegelt sich in der Brille. Und ihr seht, da ist ein kleiner Mickey-Kopf. Und das war es auch schon, was Disney-Design angeht. Originalpreis war 18,99. Dann gab es 30% vom Sale und dann noch 20% Jahreskartenrabatt. Ich weiß jetzt nicht, was ich am Ende dafür bezahlt habe, aber könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn es euch interessiert. Und das war es auch schon aus dem Disneyland. Ja, ich habe mich tatsächlich zurückgehalten, aber es war auch ein teures Wochenende. Wir waren ja im Hotel New York und ganz viel Essen und Daniels Geburtstag und Drinks und Cocktails und, ne? Also man hat da jetzt für andere Sachen Geld ausgegeben. Ende August sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus.
Da ist nämlich, falls ihr mein News-Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein, verlinke ich euch bei dem i. Da zeige ich nämlich die neue Eats-Kollektion. Und da werde ich sehr viel Geld wieder für ausgeben. Tja, da wird wieder einiges gekauft. Ja, Shop Disney machen wir zum Schluss, weil das ist wieder irgendwie das meiste. Obwohl ich mich, muss ich sagen, so bis knapp 1 bis 2 Wochen vor Ende des Monats dachte ich schon, der Haul wird heißen, der kürzeste Haul aller Zeiten, weil ich gefühlt nur 2 Sachen hatte. Aber jetzt ist doch ein bisschen mehr dazu gekommen. Naja, so ist das manchmal. Aber wir machen erstmal weiter mit C und A. Da war die Brina auch in Kaiserslautern unterwegs und hat mir hier dieses T-Shirt mitgebracht. Das ist halt ein braunes Animal Print T-Shirt mit so goldenen Mini-Köpfen und Mickey-Köpfen. Finde ich ganz cool. Das hat 13 Euro gekostet. Und ja, ich bin ja zurzeit auf so einem Leo-Trip, deswegen fand ich das ganz süß. Und was ich richtig cool fand, das habt ihr auch schon in meinen Top 10 Sommeroutfits Video gesehen, das Outfit. Da habe ich das nämlich auch schon angezogen. Und zwar hier dieses 101 Dalmatiner Set. Einmal die Bluse. Ihr seht, es ist angezogen, da sieht man es auch besser. Es ist einmal die Bluse. Was ich aber mache, ich binde sie höher. Also ich mache die Knöpfe weiter auf und binde sie höher, dass man so ein bisschen Taille und Bauch sieht. Kann man natürlich auch tiefer binden. Und passend dazu eine Skort, so nennt man das. Es ist nämlich eine Shorts. Sieht man das? Und vorne ist halt noch so ein Lappen und dann sieht es aus wie ein Rock. Finde ich super für Freizeitpark, sehr praktisch, muss man nichts drunter ziehen. Und in Kombi finde ich das auch einen richtig schönen Look. Und was hat das gekostet? Lasst mich mal schauen. Gar nichts. Natürlich nicht, aber hier auf den Online, also das ist halt online bestellt worden. Jetzt muss ich mal schauen, was es bei C&A gekostet hat. Ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich einen Rabattcode hatte. Ich schau mal. Ja, tatsächlich beide Teile 15 Euro. Also wenn ihr das Komplettset kaufen wollt, kostet es 30 Euro. Und ich finde das wirklich einen guten Preis. Und es gibt auch immer wieder Rabattaktionen bei C&A. Also die Augen aufschauen, Augen aufhalten, gibt es aber nur online. Also nicht im C&A Shop selbst. Bleiben wir bei Klamotten. Zara. Da war ich jetzt, bin ich mal durch Zara geschlendert in der Stadt und nochmal durch die Männerabteilung. Und da habe ich dieses Hemd hier gefunden. Ja, es ist tatsächlich ein Männerhemd in Größe S. Hat 30 Euro gekostet. Und ja, man kann das jetzt natürlich so aufgeknüpft tragen, einfach über so einem Top. Fände ich ganz cool. Ich habe es auch jetzt fürs Try-On, werde ich es zusammenbinden. So ähnlich halt wie das Dalmatiner-Top. Ich mag das irgendwie, so Hemden oder Blusen zusammengebunden und so ein bisschen bauchfrei. Finde ich ganz cool, den Look. Und das hat halt so richtigen Sommertouch mit dem Muster. Wie gesagt, eigentlich für Männer, aber warum sollen es Frauen auch nicht tragen können? Ja, gibt es bei Zara in der Männerabteilung. Da gab es eine Sache von EMP, die hatten nämlich auch mal zwischendurch Summer Sale. Und da gab es diesen eigentlich nur Stitchrock, in Größe M habe ich ihn behalten, für mit all den Rabatten 22 Euro. Ist halt so ein mittellanger Rock und finde ich auch sehr schön für den Sommer. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist halt ein schöner Rock mit Stitch drauf. Ist jetzt nicht der größte Stitch-Fan. Aber ich dachte, komm mal was anderes und mal wieder ein Rock. Ich liebe ja auch zurzeit irgendwie Röcke. Ich trage kaum mehr Hosen, wenn ich unterwegs bin. Und ja, deswegen fand ich jetzt, ich fand das Kleid dazu, es gab ja noch ein Maxi-Kleid, fand ich optisch auch schön, aber gab es leider nicht mehr in meiner Größe seit Wochen und Monaten. Deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht, es gab glaube ich nur noch S oder so, das würde ich ja nicht reinpassen. Deswegen wurde es dann der Rock. Und kommen wir jetzt zu 2 Sachen, die aus Amerika kamen. Eine Sache kennt ihr bereits schon. Und die andere, da weiß ich aber auch jetzt den Preis nicht insgesamt mehr. Ich glaube, die war nicht so teuer. Um die 27 Euro mit. Ich zeige es euch erstmal, dann kann ich es euch erklären. Also, es ist dieser Gürtel mit einem dünnen Band, mit dem
Bekannten D. Der ist voll von Buckle Down, glaube ich, heißt die Seite. Aber wie immer, alle Links unten in der Infobox. Wir haben eine Sammelbestellung gemacht bei dem, genau, Buckle Down. Kann man die schicken auch nach Deutschland. Es fallen keine zusätzlichen Zollgebühren an, denn die zahlt alles schon auf der Internetseite. Wir haben zu fünft bestellt. Es kommen noch rosa Gürtel, die werden aber jetzt erst im August verschickt. Das heißt wahrscheinlich, hoffentlich seht ihr die im nächsten Haul. Aber die waren schon vorrätig und wurden uns geschickt. Also Brina hat sich den bestellt und ich auch, den in schwarz. Und ich glaube, pro Gürtel waren es dann umgerechnet 27 Euro mit Versand und Steuern und Zoll. Aber wie gesagt, wir haben es durch fünf geteilt. Wenn ihr da alleine bestellt, müsst ihr natürlich mit höheren Kosten rechnen. Aber ich liebe diese Gürtel, die sind echt ein Hingucker, ein Träumchen. Das andere Teil aus Amerika, das kennt ihr bereits schon. Ich glaube, es war im letzten Haul oder im vorletzten Haul. Da habe ich gesagt, es war mir zu klein. Der Hut. Der Conductor-Hut. Ich habe den zu kleinen Hut, also für mich zu kleinen Hut, erfolgreich verkauft. Natürlich habe ich jetzt nicht das komplette Geld bekommen, was ich dafür bezahlt habe, aber jemand hat mir über Instagram dann geschrieben und hoffentlich freut sie sich dann auch über den etwas kleineren Hut und der passt ihr und ich habe den, das ist jetzt LXL, also die größere Größe. Und natürlich demonstriere ich das für euch auch und ich freue mich so sehr, den anzuziehen. Ich finde das so cool. Ich finde den so, so, so cool. Und ich wollte ja eigentlich zur Princess Celebration, an beiden Tagen, wir sind ja zwei Tage da, Samstag und Sonntag, wollte ich ja eigentlich einmal Rapunzel-Bound machen und ich hatte eigentlich noch Ariel-Bound im Kopf. Ich glaube, den Ariel-Bound muss ich über Bord werfen, wo es zur Princess Celebration passt. Aber ich finde diesen Hut so cool und danach bin ich erst an Halloween da und ich finde, so Halloween habe ich so viele Ohren und andere Sachen, die ich anziehen will, dass ich den dann wahrscheinlich am zweiten Tag mit einem passenden Outfit anziehen möchte. Weil, also sagt mir bitte nicht, dass der nicht cool ist. Ich finde den so geil. Und ich bin so froh, er hat zwar jetzt ein Vermögen gekostet mit der Differenz von dem anderen Hut, plus jetzt den nochmal bestellt. Ich habe, glaube ich, wieder so $75 bezahlt. Und jetzt noch mal, und dann nochmal 10 Euro Zoll, als er jetzt kam. Also war kein günstiger Hut, aber es war mir die Kosten jetzt wert. Ich wollte ihn unbedingt haben und ich bin jetzt froh, ihn endlich zu haben in LXL. Daniel möchte ihn auch mal anprobieren, als er meine Story gesehen hat. Ich habe ihn in der Instagram-Story gepostet. Und Daniel will ihn auch unbedingt mal anprobieren. Ich bin gespannt, wie er damit aussieht, ob er ihm auch passt. Vielleicht laufen wir ja demnächst dann mal im Partnerlook im Disneyland rum, aber ich würde den am liebsten jetzt anlassen. Ich finde ihn so cool. Ich finde es einfach mega. Ich finde ihn mega. Wird einer meiner Favoritenohren werden, auf jeden Fall. Outfits müssen natürlich dazu passen. Ich kann jetzt da kein rosa Kleidchen oder so anziehen, aber es wird wahrscheinlich was mit Jeans. Vielleicht das Outfit von der Top 10 Summer Outfits mit dem Jeansrock, mit dem Mickey Jeansrock, mit der weißen Bluse. Und dann dieser Hut, also dieses bisschen American, aber dann dieser Hut. Das wird es, glaube ich, werden. Ja, ja. War nicht günstig, aber geil. Kurz gesagt. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Shop Disney Bestellung. Und dann bleiben wir auch direkt bei Kopfbedeckungen, würde ich mal so sagen. Ohren. Ja, ja. Es gab mal wieder ein paar Ohren. Die einen, die hatte ich ja euch schon mal angeteasert, denn die waren kaputt. Zu dem neongrünen Spirit Jersey hatte ich euch ja erzählt. Meine waren an der Schleife kaputt. Habe ich sie euch sogar nicht gezeigt. Ich hatte sie euch, glaube ich, sogar gezeigt. Die habe ich auf jeden Fall zurückgeschickt und jetzt neue bestellt. Kosten natürlich 30 Euro. Aber muss natürlich sein, passend zum Spirit Jersey. Dann gab es noch zwei Paar Ohren. Und zwar einmal hier die. Die sind auch so schön. So mega schöne Ohren. Bitte was? Haben die 35 Euro? Die werden ja immer teurer. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das muss ich jetzt nochmal nachchecken, ob das wirklich 35 Euro waren oder auch 30. Das muss ich jetzt nochmal nachchecken bei Shop Disney. Ich glaube,
Die kosten doch nicht 35 Euro. Haben die jetzt nochmal 5 Euro angezogen? Ich habe ja auch für Brina mitbestellt. Dann hat sie mir zu wenig Geld überwiesen. Oder? Nee, sie hat mir das Geld über... Mir war nicht bewusst, dass sie so... Ich muss das jetzt nachgucken. Tatsache. Sind die Ohren jetzt auch nochmal 5 Euro teurer geworden? Ich fass es nicht. Es ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ich habe einfach Warenkorb, die zweimal, die anderen noch zweimal, für Brina jeweils halt ein paar. War mir gar nicht bewusst, dass die so teuer waren. Oh Mann, naja gut. Aber schön sind sie. Alter, 35 Euro ohne Rabatt. Das tut schon weh, das tut schon weh. Aber ich ziehe es euch gerne nochmal an. Mit Fax. Ihr seht wieder, ist es wieder ein grandios. So. Aber sie sind schon sehr schön. Natürlich musste man das hier noch abschneiden. Ne? Sehr, 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 sehr schöne Ohren. Auch für 35 Euro. Die nächsten ziehe ich euch auch direkt an. Haben natürlich auch dann 35 Euro gekostet. Sind auch cool. Wahrscheinlich werden sie weniger angezogen, weil, ne, man braucht ja schon Anlass dafür. Das sind die schwarzen Darth Vader Ohren. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke in der Kamera, die sehen auch richtig cool aus. Ignoriert wieder das Fax. Also was Disney sich damit denkt. Hier haben sie ein schönes durchsichtiges Etikett dran gemacht. Ne? Seht ihr das? Und dann machen sie hier so was dran. Das musst du doch abschneiden. Wozu brauchst du es dann? Kannst du direkt weglassen. Also. Aber das sind die Darth Vader Ohren. Die sind auch richtig schön. Gefallen mir richtig gut. Jetzt musst du nur noch das Star Wars Land in den Hollywood... In den Hollywood Studios, sag ich schon. In den Walt Disney Studios angefangen werden zu bauen. Dann kann ich die irgendwann gefühlt in 10 Jahren dann anziehen. Zum Event, zur Eröffnung von dem Star Wars Part in den Walt Disney Studios. Ja, weiter geht's. Ich hätte auch eigentlich die Ohren weglassen können, denn ich habe euch ja eben erwähnt, ich möchte als Rapunzel bonden für die Princess Celebration. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen gekauft. Die waren sogar im Sale bei Shop Disney. 20% reduziert. Ja, ja, das möchte ich bitte betonen. Und zwar einmal hier diese Krone. Und die ist sogar aus Metall. Hat mich gewundert. Ich dachte, die wären alle aus Plastik. Aber nein, die war aus Metall. Oder ist aus Metall. Ist ja eigentlich natürlich für Kinder. Aber kann ich auch anziehen, oder? Die Frisur, dachte ich, wird auch so sein, weil Rapunzel trägt halt einen Zopf. Ich hatte mir überlegt, Extensions zu kaufen. So Clip-in-Extensions. Und damit der Zopf halt dicker und länger wird. Und halt hier so Blumen reinmachen. Und ja, dann halt die Krone aufsetzen. Was sagt ihr? Kann man so im Disneyland rumlaufen, zur Princess Celebration? Ich finde, ein bisschen fehlt mir auf dem Kopf. So die Ohren fehlen mir, aber finde ich schon, kann man schon machen. Und dann, passend zum Bauen, kann ich euch den jetzt auch noch zeigen, habe ich mir Pascal gekauft. Hat auch wieder so ein Fax dran. Der war auch im Sale. Ursprungspreis war 12,90 Euro, von der Krone 17 Euro. Wie gesagt, 20% Rabatt. Und ja, da gibt es Pascal, die Krone, ein lila Kleid und den Loungefly Rapunzel Rucksack. Und da bin ich eingezogen. Aber das mit den Extensions überlege ich mir noch. Aber ich glaube, das sieht dann schon cool aus, wenn der Zopf so ein bisschen dicker und länger ist, mit so Blumen im Haar. Sieht das bestimmt ganz, ganz toll aus. Aber ich muss sagen, die Krone drückt schon ein bisschen. Aber naja, wäre schön sein, wenn muss leiden, ne? Das ist ja so. Und für Rapunzel bound nimmt man ja was in Kauf, ne? So, dann gab es noch zu den Ohren von eben einen Schlüssel, und zwar den Glöckner von Notre Dame Schlüssel. Seht ihr ihn? Ja, ist ganz schön, gab es gratis dazu. Wo ich jetzt den Schlüssel nicht bekommen habe, war bei Alice im Wunderland. Also wenn ihr einen Schlüssel abgeben wollt von Alice, könnt ihr mir gerne E-Mail schreiben. Findet ihr unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse oder über Instagram oder Facebook. Wer einen Alice-Schlüssel zu viel hat, kann... Ich wäre ein Abnehmer, weil da habe ich irgendwie nichts bestellt. Habe ich nichts gefunden. Ja, war zum Jubiläum vom 25. Geburtstag von Glöckner von Notre Dame. Ja, dann gab es neue Schlüsselanhänger und so Taschenanhänger und so. Und da habe ich mir hier diesen... Eats Mickey Donut Schlüsselanhänger gekauft. Also eigentlich ist es ein Taschenanhänger. Und da ich ja jetzt so in der Eats Kollektion mich noch austoben möchte
und ich das wirklich sehr, sehr süß finde, dachte ich, bestelle ich mir schon mal den Anhänger. Und der zweite Grund, warum ich mir den Anhänger bestellt habe, ist, dass der Rucksack hier, also eigentlich kostet der Rucksack 28 Euro, aber wenn man was für 15 Euro bestellt hat, hat der Rucksack nur noch 10,80 Euro gekostet. Und da habe ich jetzt zugeschlagen, deswegen einmal diesen Walt Disney Rucksack für, sagen wir mal, 11 Euro. Passt auch sehr, sehr viel rein. Das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich unterwegs bin. Und hier ist noch so ein extra Fach. Und hier vorne auch noch. Ja, ist ganz schön, passt viel rein für die Parks, wenn ich mal ein zweites Outfit oder so dabei habe. Sehr praktisch. Dann noch zwei Sachen aus dem Sale, wo 20% Rabatt gab. Und zwar einmal hier diese Tasse. Eigentlich kaufe ich gar keine Tassen mehr, weil ich habe wirklich keinen Platz mehr für Tassen. Die stapeln sich schon jedes Mal, wenn ich den Schrank aufmache, denke ich, okay, jetzt gleich purzeln sie alle raus. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ich muss sagen, die fand ich so schön. Die gibt es ja nochmal in dunkelblau. Und das ist so dezent und ja, eine wirklich schöne Tasse. Und es ist halt rosa und ich und rosa Mädchen, ne? Ursprungspreis war 16 Euro und dann halt minus 20% Rabatt. Und die letzte Sache, mit der habe ich schon lange geliebäugelt. Und zwar seit es eigentlich rauskam. Ich glaube, das war im Mai. Aber ich habe im Mai nicht eingesehen, schon Weihnachtssachen zu kaufen. Habe ich halt nicht eingesehen. Dachte ich, komm, nee, das kannst du jetzt nicht bringen, dass du dir schon ein Kissen für Weihnachten bestellst. Weil es landet eh im Keller. Gut, jetzt auch erstmal im Keller landen oder im Bett. Wir haben ja jetzt August, also im Juli habe ich jetzt was für Weihnachten bestellt, aber es war 20% Rabatt, das müsst ihr mir zugute führen. Aber ich habe wirklich lange damit geliebäugelt und es ist riesig, zum Glück habe ich nur einen davon bestellt. Ein Kissen. Tadadada! Ihr seht, das passt gerade so in die Kamera. Das ist schon riesig und der Ursprungspreis ist 30 Euro für das Kissen. Es gibt noch eine Decke dazu, da warte ich auch noch auf den Sale. Und ich habe wieder mein Handy nicht lautlos gestellt. Ja, also das Kissen, das Weihnachtskissen. Und hinten steht auch noch Seasonal Greetings. Und ich finde das wirklich wunderschön. Und jetzt mit 20% Rabatt konnte man sich das leisten. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Da ist so eine Hidden Mickey Schneeflocke. Seht ihr das? Da. Da, ja. Und hier habt ihr Pluto. Und Mini ist am Schlafen hier auf der Couch. Das könnte auch ich sein. So liege ich auch mal auf der Couch. Mit Decke. Am besten überm Kopf, weil ich mache dann nie die Jalousien runter, wenn ich so Mittagsschlaf mache. Da ziehe ich mir die Decke über den Kopf und dann so schlafe ich dann. So mal Mittagsschlaf. Nachts nicht. Da kann ich die Decke nicht überm Kopf haben. Aber da ist ja auch dunkel bei mir. Ich habe da habe ich die Jalousien unten. Und ja, hier ist Mickey und sagt, shh, leise Pluto. Mini schläft. Ja, wirklich ein ganz, ganz zuckerhaftes Bild und Kissen. Und deswegen, ja, meine erste neu gekaufte Weihnachtsdeko für dieses Jahr. Im Juli. Aber demnächst fängt ja auch schon wieder Halloween an. Oh, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich hoffe nicht, dass es so viel Neues, Schönes geben wird. Oder ich muss halt was von den alten Sachen verkaufen. Mal sehen. Ja, das war's. Das war mein Juli Haul. Mein Highlight ist natürlich der Hut. Also das ist mein absolutes Highlight-Stück. Ich ziehe ihn auch gerne nochmal an für euch mit der Sonnenbrille vielleicht. Sieht bestimmt auch richtig cool aus. Moment. Oh, dieser Hut. Ich würde am liebsten hier so rumlaufen, aber da halten die Leute mich wahrscheinlich für verrückt. Jetzt sehe ich echt wie so ein amerikanischer Polizist, ne? So ein bisschen mit der Brille. Und dem Hut stehen bleiben. Ihr seid festgenommen. Ja, damit verabschiede ich mich, würde ich mal sagen. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!